Es ist fast 10 Uhr. Mach dich bettfertig. Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an. Lucius, da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung. Du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Ausgezeichnet. Und sieh nur, eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Weg zu finden. Nur zu. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. So ein schlauer Junge. Lucius, du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. In der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Geh jetzt, hol das Vorhängeschloss, bevor die Erwachsenen aufwachen.